Nicht hineinkommen, das kann auch ganz anders gelagert sein, wenn man sich nämlich ausgesperrt hat. Oft bleibt einem dann nichts anderes, als den Schlüsseldienst zu rufen. Besonders am Wochenende kann das aber eine teure Angelegenheit sein. Das weiß jeder, der das schon einmal getan hat. Aber dass das Aufsperren so teuer ist, wie ein Paar aus Kärnten erzählt, das ist dann doch recht überzogen. Mehr als 600 Euro mussten sie zahlen. Die Wirtschaftskammer warnt jedenfalls, dass nicht jeder Aufsperrdienst gleich seriös ist. Barbara Kavela und Hubert Schwarzenbacher in ihrer Wohnung in Villach. Noch immer ist die Rechnung des Schlüsseldienstes das Gesprächsthema. Weil der Schlüssel zur Wohnungstür an einem Sonntag beim Aufsperren im Schloss abgebrochen ist, mussten sie telefonisch Hilfe holen. Wir haben keine andere Möglichkeit gehabt, als wie im Internet nachzuschauen. Und da haben wir die erste Nummer gefunden und diese auch sofort angerufen, die 0800er. Und da ist jemand vom Schlüsseldienst, besagten Schlüsseldienst, gekommen. Zu dieser Zeit glauben die Bewohner, einen lokalen Aufsperrdienst beauftragt zu haben. Denn die Internetseite zeigt neben einer seriös wirkenden 0800er Telefonnummer auch den aktuellen Wohnort an. In Wahrheit landete Frau Kavela aber in einem Callcenter in Deutschland. Von dort aus wurde ihr dann auch der Servicemann, der in Kärnten auf solche Aufträge wartet, entsendet. Schlussendlich müssen die beiden 664 Euro an den Schlüsseldienst bezahlen. Das ist mir schon ein bisschen zu viel oder viel vorgekommen. Aber es war Sonntag und ich habe mich einfach mit denen abgefunden. Und das auch bar bezahlt, ich habe das bar bezahlt, das Ganze. Die Vorgehensweise wird laut Wirtschaftskammer auch zum Problem lokaler Unternehmen, da sich die deutschen Anbieter teilweise sogar unter ihren Namen ausgeben. Einige Kunden mussten sogar mehr als 1.200 Euro für eine Öffnung bezahlen. Nein, so viel kann es definitiv nicht kosten. Normalerweise sagst du, ab 50 Euro aufwärts bis maximal 150 Euro. Oder wenn es halt der Nachtzuschlag dazu kommt, kommt der Nachtzuschlag dazu. Aber ich glaube, das ist eh jedem bewusst, wenn man in der Nacht oder am Freitag kommt, dass es ein bisschen teurer ist. Diese Masche ist auch der Polizei bekannt. Hier liegen bereits mehrere Anzeigen auf. Es wird ermittelt. Es ist generell sehr schwierig bei den Ermittlungen, weil die Täter aus dem Ausland kommen und meistens vorzeitig das Land wieder verlassen. Wenn der Geschädigte nicht sofort die Polizei anruft und der Täter vor Ort angetroffen werden kann, ist es für uns sehr schwierig, dass wir die Identität feststellen. Polizei und Arbeiterkammer raten zur Vorsicht bei Schlüsseldiensten aus dem Internet. Im Impressum sollte unbedingt eine österreichische und nicht wie in diesen Fällen eine deutsche Adresse aufscheinen.